So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Die Stadt läuft noch, ist nicht viel passiert, ein paar Tage vergangen und wir wollten auf unsere großartigen Bilanzen gucken. Und ich sehe gerade, 146.000 haben wir letzten Monat exportiert. Da gucken wir doch mal rein. Also, was erstmal, gehen wir mal ins letzte Jahr. Wir haben aktuell Ende 68 und 67 haben wir noch 220.000 ausgegeben. Wir gucken mal wofür. Für Stoff 500.000, Treibstoff für 110.000, Stahl, okay, Essen, Aluminium, Elektronik, Fleisch. Und wir sehen auch Alkohol. Ich glaube, wenn wir Alkohol, Fleisch, Essen und Stoff aus der Rechnung rausnehmen, sind wir reich. Gerade den Stoff, wenn wir den selber produzieren, sind wir, glaube ich, in einer richtig krassen Gewinnzone und hätten auch Sicherheit, was Treibstoff angeht. Gut, ich habe mich jetzt erstmal für den Treibstoff entschieden, weil er einfacher ist. Aber jetzt gucken wir mal dann ins letzte Jahr in den Export. Und da sehen wir Kleidung im Wert von 854.000. Ein bisschen Sondermüll, ein bisschen gemischter Müll, nicht? Der fällt nicht ins Gewicht. Da brauche ich auch keine Verbrennungsfabrik bauen, die teuer Arbeitskräfte abzieht. Fahrzeuge ein bisschen importiert und Arbeitskräfte nicht mehr. Ein paar Leute eingeladen, okay, für 92.000, das geht auch noch. Und dann gucken wir ins aktuelle Jahr. Was haben wir denn importiert bisher? Wieder Stoff für fast 500.000 wird das. Treibstoff günstiger geworden oder wir fahren weniger. Stahl, Essen, Stahl ist halt immer bauen. Essen, Fleisch, Elektronik, Alkohol. Ziegel könnten wir auch machen. Kohle ist durchaus hier verfügbar. Dann müssten wir hier eine kleine Siedlung bauen und könnten dann hier Kohle fördern. Habe ich auch noch nicht so oft gemacht. Aus Kohle könnten wir dann auch und dem Kies sowas wie Beton und andere Sachen noch herstellen. Wäre also auch eine Überlegung wert. Plattenbauteile müssten wir erst erfinden, aber wir bauen sehr wenig mit Plattenbauteilen. Und Export dürfte genauso aussehen. Kleidung für 885.000, bisschen gemischter Müll und Sondermüll. Okay, also nichts Überraschendes. Und dieses Jahr haben wir 152.000 plus gemacht. Wir sind auch schon fast auf 1,9 Millionen wieder hoch. Das ist sehr, sehr gut. Wenn wir uns die letzten Jahre mal angucken. Okay, 67. Achso, genau ein Jahr zurück haben wir schon 142.000 plus gemacht. 134.000 plus, 119.000 plus. Geht ja immer ein Jahr zurück? Nee. Ein Monat, nicht? Warte mal. Aktuelles Jahr. Verknüpft und ich gehe jetzt ein Jahr zurück. 19. September 67 bis 1. Januar 67. Das ist doch kein Jahr. Weil das aktuelle Jahr nicht voll ist, nicht? Okay, also, dann gehe ich auf letztes Jahr. Minus 220.000. Minus 280.000. Minus 1 Million. Das war das teuerste Jahr. Uff, weil da haben wir die ganzen Einwohner geholt für 500.000. Und den erstmaligen Stoffimport. Ohne Export. 220.000. Also wir liegen so im Schnitt bei minus 220.000, die wir kompensieren müssen. Und das scheint gut zu klappen. Wenn wir jetzt in die Ressourcenübersicht gehen, sehen wir beim Stoff für das aktuelle Jahr 737 Tonnen importiert, 975 Tonnen verbraucht. Das heißt, wir haben auch Sachen verbraucht, die wir davor importiert haben. Das heißt, wir haben eigentlich gerade negativ Einkommen an Stoff. Das sehe ich auch. Das Lager läuft langsam leer, obwohl wir hier drei LKW haben. Die brauchen halt zu lange. Das heißt, die Straße muss nach und nach ausgebaut werden. Okay. Das kann man noch hinbekommen. Und an Kleidung, wenn wir gucken. Wir haben 490 Tonnen hergestellt, 479 Tonnen, 483 Tonnen exportiert, 6 Tonnen nur intern verbraucht. Also intern der Verbrauch an Kleidung ist minimal, bringt uns 907.000 im Plus. Ich weiß gar nicht, wie wir Minuskleidung haben können, aber okay. Aktuell haben wir das, weil wir anscheinend aus dem Jahr davor noch einen Export hatten oder irgendwas oder einen Import. Ja, eine sehr schöne Übersicht. Treibstoff, vielleicht auch interessant über die Jahre hinweg. Man sieht, der war mal eine Zeit lang sehr, sehr teuer.
66 bis 67 und ist jetzt günstiger geworden. Das ist sehr gut. Die Entwicklung bei Stoff über die gesamte Zeit geht einfach stark nach oben. Kleidung aber auch. Aber das können wir auf jeden Fall kompensieren. Kies, nicht wahr? Das stellen wir auch her. Der schwankt, aber da haben wir auf jeden Fall eine positive Summe rumliegen. Wir haben 2337 Tonnen irgendwo auf Lager. Und das hat uns aber der Import vorher 23.000 gekostet. Der ist hier auch, glaube ich, noch verrechnet. Ja. Ach ja, ist ja gesamte Zeit, nicht der Gesamtverbrauch. Ja. Wir haben also schon doppelt so viel verbraucht von unserer eigenen Produktion, als wir importiert haben für die anfänglichen Gebäude. Das ist gut. Also läuft, würde ich sagen, alles. Chemikalien, oh, da könnte man sich drum kümmern, aber muss man halt auch erforschen. Ich glaube, das Wichtigste ist halt wirklich Stoff. Wir könnten halt Korn importieren und daraus Stoff machen und dann erst die Bauernhöfe bauen. Aber mechanische Teile sind zurückgegangen. Bretter, das sind keine Mengen, die relevant sind. Ist auch runtergegangen. Das hier schwankt, aber ist auch nicht so viel. Ziegel ist auch nicht so viel. Plattenbauteile nicht so viel. Stahl ist halt. Stahl ist wirklich dann noch mit sogar mehr als insgesamt der Treibstoff. Aber meist natürlich der Stoff, weil wir den ex- und importieren. Asphalt. Beton. Oh, 64.000. Gar nicht mal so wenig. Aber der Rest dümpelt so bei 60.000, 70.000 rum. Oder weiter drunter. Selbst Strom ist nicht relevant. Ja, die meisten Sachen haben wir halt noch gar nicht. Okay. Und solange jetzt der Treibstoff- und Ölpreis stabil bleibt, aber er geht nicht. Guck mal, er geht hoch. Das heißt, das ist, glaube ich, eine wirklich wichtige Sache, dass wir das hier bauen. So, jetzt ist das Buszeug fertig. Was ich halt machen könnte, ist jetzt das hier noch bauen. Ich hoffe, keiner fährt hier rein zum Tanken. Weil die konnten über Baustellen manchmal schon fahren und standen dann hier drin, weil hier angefangen wurde zu bauen. Aber so müssten die Busse von hier hinten hier noch rankommen können. Nur die Straße upgraden wird echt ein Horror. So, was können wir noch upgraden? Ja, eigentlich müssen wir das gleich mitmachen. Da sollen sie sich mal eine andere Route suchen. Der Bus steht jetzt hier. Okay, Pech. Dann ist es halt mal so. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Die Straße hier soll wieder weg. Nicht? Die hatten wir ja nur für die Bauphase. Die ist abgeschlossen. Das hier ist krumm und schief. Davon abgesehen. Aber reicht ja erstmal. So, wenn das fertig ist, dann können wir die beiden Müllabfuhrsachen. Wo habe ich denn die hingesetzt? Müllabfuhr. Ach da, gegenüber. Ja, die ist eh schon hier, die Müllabfuhr. Ja, dann passt das doch. Ah, und du kommst jetzt nicht an die andere Tankstelle ran. Ja, gut. Das sind ja kurze Straßen, das sollte relativ fix gehen. Können wir die Bürger durchgucken. Also, außer ohne Job haben die hier nichts zu meckern, nicht? Glücklichkeit auch 98%. Hier ist auch alles okay. Die haben kein Sportproblem. Also da haben sie wirklich dran gearbeitet. Das funktioniert richtig gut jetzt. Dass man, wenn man die Sachen in die Nähe baut, dass die da auch hingehen. Das funktioniert. Ach, und unser Rathaus ist fertig. Oh, guckt das euch an. Noch steht's alleine, aber später, wenn es in der Stadt steht, das ist doch ein Prachtbau. Mit der Polizei gegenüber, ja. Und hier so ein schöner Platz. Mit ein paar Blumenkübeln. Wird was. Und hallo, Starkwood! Kann man auf realistischen Kredit aufnehmen?
Gibt es sowas? Ja, klar, du kannst eigentlich alles ganz normal benutzen, außer dass die Sachen komplizierter sind. Oder du nicht an alles sofort drankommst. Aber Kredit kannst du hier aufnehmen. Kredit in Rubel, Kredit in Dollar. Bis 2 Millionen. Genau. Das kann man durchaus. Aber ich spiele mal ohne Kredit. Deswegen ist es ein bisschen knackiger, weil sobald man so unter 100, 200.000 fällt, ist quasi für mich dann der realistische Modus vorbei. Deswegen ist immer unsere Aufgabe, so schnell wie möglich in die grünen Zahlen zu kommen, um das zu halten. So als besondere Bonusaufgabe. Manche spielen ohne Straßenkräne, andere zählen irgendwelche Punkte. Für x Einwohner kriegen sie einen Technologiepunkt und dürfen eine Sache bauen. Also da gibt es ganz viele Spielarten, die irgendwie entwickelt wurden. Oha, fertig. Da kann man sich auf jeden Fall dran orientieren. Und ich bin ohne Kredit, nicht? Und realistischer Modus spiele ich eigentlich nur. Bei dir sieht das Spiel schärfer aus als bei mir. Hast du noch irgendwelche extra Filter drauf oder so? Wahrscheinlich skaliert es je nach Grafikkarte intern anders. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten habe ich nichts Besonderes drauf. Also zumindest wüsste ich jetzt nicht. Es gibt keine Grafik-Mods. Und über die Grafikkarte habe ich eigentlich nichts eingestellt. Ich kann mal gucken, ob ich was im Treiber aktiv habe. Eine legitime Frage, die auch beantwortet werden will. Apropos, nehme ich noch darüber auf. Wartet, ihr könnt ja mit drauf gucken. Zack. Also ich habe die 3D-Anwendung entscheiden lassen. Also da habe ich nichts eingestellt, nicht? Und bei Einstellungen verwalten, da habe ich ein FXAA habe ich ausgestellt. Vielleicht ist das bei dir an. Aber da das eigentlich von der Grafikanwendung und nicht durch meine fortgeschrittenen Einstellungen gemacht wird, dürfte das auch nicht greifen. Und für Programmeinstellungen, das dürfte auch nur gegriffen werden, wenn ich da vorne sage, so, ich habe hier sonst anisotropische Filterung auf 16, FXAA habe ich auf 1 beim Spiel gehabt, okay, Anti-Aliasing auf 8-fach, Super Sampling 4-fach. Aber eigentlich ist es aus. Und Multi-Frame Sampled Anti-Aliasing. Aber theoretisch dürfte das gerade nicht nehmen. Weil das hier aus ist. Wenn ich da rumschalte, müsste das nehmen. Weiß ich jetzt nicht. Aber es wäre so eine Sache, wo man auf jeden Fall dran schrauben kann. Das ist gerade für ältere Grafikkarten nochmal so ein kleiner Tweak, dass man da vielleicht Sachen abschalten oder anschalten kann. Genau. Aber kann auch mehr Probleme machen, als man vielleicht damit Erfolg hätte. So, ich hole nochmal 2 Müllwagen dazu. Und wir wissen auch, Müll in den Fabriken hole ich auch nochmal 2 dazu. Geht jetzt zwar auch nochmal ins Geld, 26.000. Arbeitslosigkeit zu hoch. Ja, ja, gut. Aber dann haben wir da erstmal auf jeden Fall Ruhe. Die haben Strom. Mehr brauchen die auch nicht. Ja, die haben sogar 2-fach Strom. Sehr schön. Der könnte fast überlastet sein, aber durch die 2. Stromdings, die hier irgendwo versteckt ist, da. Die könnte auch überlastet sein, aber die teilen sich die Last. Passt das noch ganz gut. Hier können wir auch noch mehr skalieren und wir können auch sagen, die sollen in 2 Kilometern oder 3 Kilometern Umkreis alles sammeln. Dann ist erstmal alles abgedeckt. So, die Hauptstraßen sind fertig, bis auf dieses kleine Stück. Das kommt jetzt als nächstes. Die können hier drüber fahren, okay. Dann können wir hier komplett einmal durchziehen. Ah,
es sieht doch auch schon gut aus. Die Straße hier wollen wir auch schon noch haben. Und die können wir auch noch machen. Und das hier können wir zumindest bis hier machen. Ach komm, die ganze... Wir haben ja hier eine Parallelstraße. Okay. Ich habe die Kirche abgeschnitten und die Häuser... Ne, die Häuser nicht. Sehr gut. Aber so langsam sieht das doch nach einem viel besseren Stadtbild aus. Wir könnten hier, ihr habt ja vorhin schon gefragt noch, wieder die Kies... Da sind sie. Die Kiesstreifen nehmen. Ich weiß gar nicht, es gibt schmale. Ach, das sind einzelne. Ah, da kann ich noch präziser machen. Okay. Und das ist nämlich Fläche. Aber ich will ja durchaus Fläche. Und dann setzen wir hier wieder an. Und dann machen wir hier nämlich einen schönen Kiesstreifen noch dazwischen. Zack. Da ist ein Weg nicht gebaut. Das sieht man nämlich dann viel, viel besser. Zack. Der wird auch noch gebaut. Und auf der Seite könnten wir... Oh, da fehlt auch noch die Anbindung. Machen wir auch noch. Und nochmal die Kiesstreifenfläche. Zack. Ein bisschen gerader könnte die... Ja, so. Warum können die Busse jetzt nicht rausfahren? Wo wollt ihr hin? Da hinten? Und ihr kommt nicht raus, weil... Nee, aber... Ihr kommt doch hier rüber raus. Wo ist euer Problem? An welche Haltestelle kommt ihr nicht ran? An die kommt ihr ran? Ihr kommt an die hier ran? Kommt an die hier ran? Also okay, irgendwas stört sie. Weiß nicht, wo sie gerade nicht rankommen. Du hast keinen Tank, aber... Okay, irgendwie haben die sich gegenseitig abgeschnitten. Kann das sein? So, wo willst du hin? Wo kannst du jetzt nicht lang? Oh, ich habe die komplett von der Autobahn abgeschlossen. Oh, das ist ja interessant. Ja, okay, wartet. Ja, dann... Sorry. Ja, Arbeitslosigkeit zu hoch. Ich weiß, Stau. Ja. Alles gut, wir haben es fast geschafft. Hallo, Butterschicken. Da kriegt man direkt Hunger. Irgendwie mag ich den Brunnen. Und danke für den Follow. Jetzt kamen die Töne sogar mal synchron. Das ist ja unglaublich. Ja, aber es hilft uns immer noch nicht dabei, wo wir die Baubüros hinbauen. Vielleicht wirklich hier neben. An die Stelle. Weil hier würde nichts weiter hinkommen. Denke ich. Als Abgrenzung. Dann bauen wir hier 6 kleine Baubüros hin. Ich hoffe, das reicht von der Reichweite. Ein bisschen Abstand. Falls wir Züge oder sowas mal hinbauen wollen. Nicht wahr? Und wie viel? Wir haben immer 6, nicht? Achso, wir haben 2 so, 2 so, 2 so. Da war's. Dann drehen wir die nochmal. Butterschicken ist zu würzig. Ah, das könnte durchaus sein. So. Ich weiß gar nicht, warum der Bot auf Englisch redet manchmal. Und dann haben wir gesagt, immer so. Die bauen wir direkt mit, bauen wir direkt mit Kiesstraßen natürlich. Sonst haben wir da wieder ganz andere Probleme später, wenn wir die Straßen upgraden wollen. Da habe ich keine Lust drauf.
Wow, das wird sogar manchmal gerade, aber nicht immer. So, so. Okay. Auch nicht wirklich gerade, weil die nicht gegenüberstehen wartet. Du musst nochmal neu hin. Da kenne ich nix. Auch irgendwie dumm von mir, nicht? Ich will eigentlich das Raster nicht benutzen, aber irgendwie will ich ein Raster haben. Ah. Ist doch schon wieder zu flach geworden. Da brauche ich gar nicht versuchen, die Straße hinzusetzen. Dadurch, dass man es erst spiegeln muss und zweimal drehen muss. Und dann weiß ich nicht, wo es unten genau ist. So, oder? Mm, ja, gut. Muss ich akzeptieren, glaube ich. Oh, und das will er nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber das ist krumm. Kriegen wir das noch in gerade hin, dann wäre ich zufrieden. Ach, ich bin wieder im... jetzt weiß ich... Ich bin im Parallelbaumodus. Vergesst ihn immer wieder rauszunehmen. Das ist so eine fiese Falle. Okay, und jetzt gucken wir, kommen die Baubüros da ran? Ja. Okay. Kommen die Baubüros da noch ran? Ja. Okay. Ist natürlich jetzt eine echte Herausforderung. Das wird auch richtig ins Geld gehen, weil die ganzen Arbeitskräfte nach da hinten verschwinden. Aber ich finde, jetzt sieht das hier wenigstens endlich mal fast nach Stadt aus, nicht wahr? Ich hätte das hier gerne noch mit Rasen oder Dschungelfläche oder sowas zugedümpelt. Aber gibt's leider nicht. Also falls jemand da einen Mod im Workshop kennt, der hier so Rollbahnflächen hat mit Rasen, das wäre echt eine coole Sache. Vielleicht gibt's das ja irgendwann. Weil das Einzelsetzen funktioniert im realistischen Modus nicht, sonst könnte ich hier nämlich von Hand irgendwelche Plätze hinzimmern, aber das kann man nicht bauen, das haben wir schon festgestellt. So, und was ermöglicht uns eigentlich das Rathaus und warum arbeiten da so viele Leute drin? Nicht genug Buchhalter und Offiziere, um die Statistiken zu erzeugen. Was? Okay, wir brauchen mindestens 25 Leute. Uff. Okay, und dann können wir aber Statistiken erzeugen, die genauer sind, oder was? Ich glaube, das müsste gesperrt sein, solange man kein Rathaus hat. Und wir haben schon wieder 141 Leute ohne eigene Wohnung. Das ist natürlich ein Problem. Aber wir haben hier durchaus noch Baufläche für Wohngebäude. Aber lassen wir sie erstmal die Baubüros da fertigstellen, damit die hinten das Öl bauen können. Müllabfuhr haben wir. Die reichen auch. Stehen mehr als genug Wagen anscheinend rum. Die Werkstatt arbeitet auch noch effizient. Da brauchen wir auch nicht mehr. Hier sind auch viele Arbeiter drin. Stoff geht auch wieder ein bisschen hoch. Das passt. Wie viele Gebildete haben wir? 97 nur noch. Vielleicht müssen wir auch irgendwann jetzt anfangen, die Universität aufzubauen. Also das hier ist für die Universität reserviert auf jeden Fall. Und hier hinterm Rathaus brauchen wir unbedingt eine Straße, die mal wieder hier rüber führt, oder? Nee, da ist ja eine. Okay. Dann müsste die noch gebaut werden. Ich sehe die nämlich gar nicht. Und die Fußwege müssten wir langsam mal upgraden. Wenn die
das da hinten alles fertig haben. Straßen haben wir. Fehlt eigentlich wirklich nur das. Stehen hier denn zu viele Autos rum? Nur ein paar. Aber damit könnten wir durchaus die Fußwege bauen. Dann hätten wir die Sorge schon mal weniger. Oh, da war gar kein Fußweg. Das erklärt einiges. Ach, die kommen hier noch gar nicht rüber, richtig? Aber das geht wieder nicht. Ah, schade. Oh ja, genau. Und hier war ein Knick drin. Ich kann mich erinnern. Den wollte ich noch rausnehmen, bevor wir das bauen. Den machen wir erstmal so. Und dann so. Perfekt. So, der Weg zur Kirche wird auch schon mal besteinigt. Jetzt mit dem Palmen gefällt mir das eigentlich ganz gut mit der Kirche. Mit der Statue, ne, und den kleinen Sachen, ja, das passt eigentlich. Wir haben auch schon 2000 Bürger. Ah, Straßen werden auch schon weitergebaut. Sehr gut. Arbeitslosigkeit zu hoch, dann geht arbeiten. Paule, Pack. Und die hier, die könnten ein paar Palmen vertragen dann auch. Da bauen wir erst die Wege, oder? Dann sehe ich die nämlich noch besser. Aber erstmal den Schwung Wege, dann den Schwung Wege, dann den Schwung Wege. Die hier waren, da können wir die Straße noch machen. Dann wäre die auch fertig. Die anderen Wege hatten wir alle. Das hier sieht richtig aus wie Hollywood Hills. Das sieht aus wie so ein Casino-Hotel oder so. Nicht wie ein Einkaufszentrum. Das Ding eigentlich auch. Die Tankstelle ist auch noch voll. Die ist auch noch voll. Die Tankstelle hier ist auch noch voll. Kies ist auch noch voll. Das Gericht arbeitet, die Polizei arbeitet, keine nicht untersuchten Straftaten, keine verjährten Straftaten, aber 37 entflohene Häftlinge in diesem Jahr. Naja, gut. Da steckt man nicht drin, würde ich sagen. Man kann ja nicht alles machen. Wozu habe ich Untergebene, die sich um die Sachen kümmern sollten? Aber um nochmal auf das Grafikthema zu kommen, ich sehe es hier gerade an den Fenstern, es hat doch schon ein paar Probleme noch, nicht? Also grafisch merkt man halt das Alter dem Spiel an. 2019 angefangen und danach gab es solche Technologiesprünge. Ja, das ist schon eine Sache. Und dann natürlich ein Indie-Studio, das heißt, die neuesten Sachen können gar nicht so eingebaut sein, wie man sie vielleicht eingebaut hätte wollen, weil man einfach die Manpower gar nicht hätte. Ja, da kann man auf jeden Fall, wenn man das Spiel heutzutage in Unreal Engine 5 macht, wie Manorlords, 10.000 Mal mehr rausholen an Performance und Aussehen. Und hallo, Mies. Willkommen, willkommen. Aber ja, vielleicht gibt es ja nochmal irgendjemand, der sich an so ein Spiel rantraut. Hoffentlich kein großes Studio. Ein Indie-Studio ist auf jeden Fall besser, weil man sieht ja sonst, was bei Cities Skylines 2 rauskommt. Irgendwas, was funktioniere als generisches, gutes Spiel empfinden und dann unfertig auf den Markt hauen. Damit das casual genug ist, damit alle angesprochen sind und egal was man macht, man kriegt dann, hier hast du einen Bonus von 20 Millionen. Wow, danke. Und wo ist jetzt die Herausforderung? Ich will ja vielleicht auch pleite gehen, nicht? Also gerade bei SimCity 2000 früher der Reiz,
nicht pleite zu gehen, wenn man sich da verbraut oder so. Und selbst das war eigentlich ja niederkomplex, aber wenn man dann irgendwelche Mechaniken einbaut, dass man ständig irgendwo Geld hinterhergeworfen kriegt, ist es nicht so spannend, sag ich mal. So, was macht ihr hier hinten? Ah, hier kommen... Wenn wir da vorne bauen, kommen hier selten die Arbeiter an. Ich glaube, das ist schlecht. Wir kannibalisieren uns da, glaube ich, gegenseitig. Und außerdem brauchst du ewig, bis hier Ressourcen ankommen. Gut, wenn wir das Baubüro haben, dann holen wir die Ressourcen von da, dann ist das ein bisschen schneller. Und die Behelfsstraßen hier könnten wir jetzt mal wegnehmen. Die wollen wir eigentlich gar nicht mehr. Und was dürfen wir nicht vergessen? Renaturieren. So. Ganz wunderbar ist es. Ich mag es hier an meiner Kirche am liebsten. Guck mal, dieses Full-HD-Textur einfach an. Wow. 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 Ich kann fast erkennen, wie spät es nicht ist. Einfluss hatten wir genug, nicht wahr? Die Haltestellen hatten wir auch aufgemacht. Schüler? Reicht die Schule noch für Schüler? Sieht gut aus. Das ist auch nicht voll mit Lehrern. Das heißt, die Lehrerkapazität könnte sich erhöhen. Kindergarten, der ist fast zu groß skaliert. Weil das verteilt sich jetzt noch auf den zweiten Kindergarten, auf den hier. Da könnte ich fast nochmal sagen, weniger Arbeiter rein. Können dann nochmal woanders hingehen, in Baustellen oder so. Die Wege wären auch fertig. Aber ich kann mich immer nicht entscheiden, was wir zuerst machen. Wege. Straßen. Oder warten, bis die hin ihre Baubüros fertig haben. Wir können den Baubüros dahin Priorität geben. Das sieht immer aus, als ob die irgendwie so ein kleines Festival veranstalten auf der Straße. Wie so Aliens, die... Weiß nicht. Ist auch irgendwie so eine... Die Lila-Farbe, war das früher so eine typische Farbe? Für Arbeiter sieht er aus, als ob die keine Textur drauf haben. Also auf jeden Fall ein richtiger Rave. Man sieht, wie die richtig abgehen. Also der Beat passt bei denen auf jeden Fall. Oh yeah. Mhm. Mhm. Ich sehe schon, die haben auf jeden Fall richtig Spaß in ihrem Leben. Aber kein Wunder, in meiner Republik mit 95% Zufriedenheit. Da können die auch mal richtig abdancen. Wir sind aber auch nicht besonders schnell. Weil keine Ressourcen da sind. Ah, jetzt sind Arbeiter hier, aber die Ressourcen nicht, weil die von da hinten kommt da. Von da ganz hinten kommen müssen. Wie war die Szene bei Austin Powers? No! Er gibt sich aber Mühe. Ich meine, er kann auch nicht schneller als 35 fahren auf dieser Straße. Und dahinter kommt der Bus dann mit den Arbeitern. Okay, das passt ja immerhin. Ist halt ein bisschen blöd, dass der nicht gleich für die beiden Straßen zum Beispiel Kies mitbringt, was er ja durchaus könnte. Er hat jetzt wie viel Kies dabei?
5,8 Tonnen. Das heißt, er hätte noch 4,2 Tonnen zum Beispiel für eine andere Straße dabei, die er hier hinpacken könnte. Zum Beispiel hier. Dann müsste er beim nächsten hier nur 1,2 noch dazu bringen. Oder hier hätte er die 1,8 gleich noch abladen können. Also wenn sie das noch reinkriegen in die Logik, das wäre auf jeden Fall gerade bei längeren Strecken super hilfreich. Aber könnte natürlich die Wirtschaft ein bisschen auseinanderbringen. Oh, ich bin erstaunt. Wir haben 20.000 plus gemacht in dem Monat und auch letzten noch plus 7.500. Also es läuft wunderbar. Also ich kann euch nur empfehlen, macht eine Bekleidungsfabrik am Anfang. Und lieber gleich zwei. Und obwohl wir den Stoff teuer importieren, deckt das alles unsere Kosten bisher noch. Selbst wenn wir bauen. Selbst die Autos haben wir dadurch schon wieder raus, die wir gekauft haben. Bei dir sieht das aber immerhin schon nach einer Stadt aus. Ja, gut. Weil wir uns diesmal auch dafür entschieden haben, mit einer Stadt anzufangen. Wir haben verschiedene Ansätze die letzten 6 Staffeln auf YouTube ausprobiert und sind sehr oft gescheitert. Also die ersten 3 Staffeln gehen irgendwie über 4-5 Folgen, weil wir direkt gescheitert sind. Gerade am ärgerlichsten war es, glaube ich, in Staffel 4 oder 5. Da sind wir auf Grundlage von Sachen, die wir 1962 gebaut haben, 1975 pleite gegangen oder kaputt gegangen. Und das war nicht mehr aufzuhalten. Das war wirklich das Ärgerlichste. Und dann haben wir sehr viele Tests gemacht und Staffel 6 lief dann am erfolgreichsten, bis uns der Straßenverkehr über die Ohren gewachsen ist, wenn man so möchte. Ich habe sehr gerne Kreisverkehre eingesetzt. Also in jeder Kreuzung, hier war ein Kreisverkehr, hier war ein Kreisverkehr, hier war ein Kreisverkehr, hier war ein Kreisverkehr dann. Also es waren überall Kreisverkehre. Aber das Problem mit Kreisverkehren ist, die funktionieren in dem Spiel halt nicht, wie sie funktionieren sollen. Und dann hattest du an dieser Stelle halt mehr Chaos, den du nicht mehr beheben konntest, als dass es wirklich geholfen hat. Kreisverkehre habe ich auch. Viel Spaß damit. Also ich bin von Kreisverkehren geheilt in dem Spiel und ich bin jetzt auf die Taktik gegangen, keine Kreuzung zu bauen. Und das funktioniert bis jetzt. Wir haben aber auch noch nicht starken Verkehr. Tadellos. Also, außer das hier, aber das ist für mich keine Kreuzung, nicht wahr? Apropos Kreuzung, wir haben hier jetzt die Straßen verbessert, das sagt ihr was. Wir können jetzt die Verkehrszeichen setzen. Das hier ist die Vorfahrtsstraße. Hier ist die Frage, die fahren eher so rum. So, nicht? Ja. So, wunderbar. Da fahren erst ein paar Karren. Ja, dann viel Spaß. Vielleicht funktioniert es ja bei dir. Vielleicht habe ich ja andere Fehler gemacht noch zusätzlich. Das möchte ich nicht mal ausschließen. Das geht in dem Spiel schneller als einem lieb ist. Das brauchen wir nicht. Das ist nur eine Nebenstraße. Die hier ist eine Hauptstraße. Das ist hier die Hauptstraße. So. Hier kriegt der Vorfahrt. Hier der. Ah, das läuft doch wunderbar. Ich liebe es, dass man die Verkehrszeichen halt setzen kann. Das ist wirklich wie so eine kleine Miniatur-Eisenbahnanlage, die man dann hat. Nicht? Und dann die Autos, die dann irgendwie hin und her fahren. Und die Schilder sind auch wirklich zu sehen. Und die Autos halten sich auch wirklich da dran. Nicht wie in City Skylines, wo die Autos dann... Hey, da ist ein Stoppschild. Ich fahr trotzdem einfach drüber. Okay, haha, tolle Simulation. Hey, da ist eine Busspur. Ich bin ein Auto. Ich fahr trotzdem drüber. Ja, danke. Hey, da ist ein Radweg. Ich bin ein LKW. Ich fahr trotzdem drüber. Okay, ja, macht Sinn. Das hat dann halt wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Was regen die sich hier auf? Konnte kein Sport treiben, Kind gestorben, okay. Vielleicht braucht das Krankenhaus noch ein paar mehr
Autos, wir können ja mal gucken, gibt es, oh, es gibt einen neuen, der 103 fährt. Dann kaufen wir den doch zu unserem kleinen Wagen dazu. Gibt es noch einen anderen aus der Tschechoslowakei? Ja, den hier, aber der fährt auch nur 100. Nee, dann ergänzt der hier nochmal unser Krankenhaus. Dann haben wir da einfach ein bisschen mehr Reserve, weil ich höre die sehr oft rumfahren. Und wenn hier steht ständig irgendjemand gestorben, 6-mal Kind gestorben, au, 6-mal sogar, dann kriegen wir das doch sicher mit ein paar Autos hin, dass das nicht so oft passiert. Und konnte kein Krankenhaus besuchen, 12-mal. Okay, die hier unten brauchen unbedingt eine kleine Klinik, das hatten wir gesagt. Stimmt. Dann bauen wir hier eine Klinik hin und hier 2 Wohnhäuser. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Ich bezweifle mal, dass es bei mir besser klappt. Bis jetzt habe ich hier noch nicht mal eine Feuerwehr gehabt. Hab erst vor ein paar Tagen angefangen, aber es brennt öfter mal was ab. Spielst du im realistischen Modus, dann ist das aber auch nicht verwunderlich. Selbst mir brennt ständig Sachen ab. Gerade am Anfang, weil ich die ersten 6 Jahre oder 4 Jahre keine Feuerwehr habe. Hier übrigens unser schönes DDR-Rundkino aus Dresden. Das werden wir auch demnächst hier irgendwo hinbauen. Vielleicht Richtung dieses Stadtviertel, was denn rundherum geht im Kreis. Oh ja, ein radiales Stadtviertel hier hinten würde ich auch sehr gut finden. Oder lieber vielleicht hier Richtung Felder. Hier sollen die Bauernhöfe hinkommen. Aber dazu muss erstmal die Baustraße hier weg. Okay. Aber wird hier hinten. Es wird, sobald die Baubüros da fertig sind, haben wir eh eine Multiplikation in der Baugeschwindigkeit. Ja, mache ich. Bin gerade dabei, mal eine Stadt aufzubauen. Ja, das ist spannend. Also da hat das Spiel auf jeden Fall viel, was es bieten kann. Und ich kann dir sagen, also selbst nach 600 Stunden oder 700 Stunden kannst du immer noch was Neues entdecken. Ein Häkchen, was dir vorher nicht aufgefallen ist, was dir das Leben leichter macht. Oder. Bisher war es auch so, dass oft durch Patches halt auch neue Sachen reinkamen, die du vielleicht dann gar nicht wahrgenommen hast, bis du sie wahrgenommen hast. Das dürfte jetzt mit der 1.0 seltener passieren. Von daher ist, glaube ich, ganz gut. Oh, oh, 2 leichte Kriminalitätsfälle werden untersucht. Alle Richter bitte einfinden. Wir hätten noch ein schönes Gerichtsgebäude suchen können und das ersetzen hier. Wobei das so als Kontrast in dieses Altstadtzeug ganz gut passt. Aber okay. Klinik wollten wir bauen. Nicht immer ablenken lassen. Wir können hier das Krankenhaus, weil das ist ein richtiges Krankenhaus. Mit Helipad ist auch vielleicht ein bisschen zu viel. Eigentlich ist das Krankenhaus optimal. Nee, das hier hat sogar nur 75 Leute. Was wäre trotzdem zu groß? Nee, so eine kleine Klinik für hier hinten erstmal. Hier eine kleine Klinik und dann hier wieder ein Krankenhaus oder so. Dann haben wir hier so eine Abdeckung. Und da vielleicht das dann mit Helipad. Ja, die Straße hier unten muss auch nochmal weg, nicht? Die war nicht gerade. Wir hatten die gebaut von euch. Mann. Einmal beauftragt man euch mit was. Nein. Eigentlich war ich es. Ich weiß. Okay, Wohngebäude. Hier haben wir ja diese sozialistischen Potter-Zentrum-Gebäude. Vielleicht haben wir da noch einen schönen Turm. Wir können hier so eins noch hinpflanzen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu groß. Das Eckgebäude würde auch nicht reinpassen. Ist ein bisschen zu groß, die. Oder zu lang. Boah. Ist ja richtig lang. Nee, die müssen ein eigenes Viertel kriegen. Was haben wir hier? KDM. Auch ein Stück zu breit, sonst hätte ich es hier zwischengesetzt. Könnte es vielleicht schräg bauen.
Aber dann guck zu weit nach vorne. Der würde von den Sachen zu den Gebäuden da passen. Hätte aber nur auf einer Seite Ausgänge, ist auch wieder blöd. Und ja, Butterschicken, it's realistic mode. For sure. Zentrum B7. Ah ja. Oder wir bauen uns hier selber mit den kleinen Dingern irgendwas. Das war das Ding hier. Und das war das hier. Hier gibt es auch nochmal einen ganz kleinen. B1 Short. Wir können hier natürlich... so eine Art... Dreier-Ding hinbauen. Mit den kleinen... Ah, das Gate passt hier auch nicht. Ja, genau, mit denen hier. Ja, ja, ja. So, als Abschluss. Das hier ist nämlich eine Ecke. Das könnten wir hier gut hinsetzen. Ja, es passt nicht ganz vom... So, dann spiegeln wir's. Und dann muss es auf der Seite hier so hin. Okay, und da können wir jetzt die anderen ransetzen. Vielleicht nochmal den Einser. Wie viel passen da rein? 55. Da passen 72 in das große, hier 42. Hier nur 22. Dann kriege ich da nichts mehr ran. Wenn ich den hier direkt daran setze. Er hat aber nur keine Hauswand, wo was rangeht. Eigentlich hat der nur an der Seite. Gut, der könnte so hier hin. Dann würden die sich nämlich nicht treffen. So vielleicht. Und... so vielleicht. Dann hätten wir hier so auf jeden Fall den gleichen Stil erstmal. Und wir brauchen ein paar mehr Einwohner. Wenn ich den jetzt hier ransetze, ist das eigentlich nicht so geil. Oder hat wirklich den... noch hier so ran. Das könnte zu eng aussehen. Und freistehend ist auch irgendwie blöd, nicht? Hier fehlt jetzt was ganz Hohes oder so. Oder so noch so ein Eckding, was besser ist. Die Klinik nervt halt. Ohne die Klinik könnte man irgendwas schöner bauen. Und wenn ich den lang auf die Seite hier mache... ja, dann hat man so ein... wie so ein Gatter. Das will ich eigentlich gar nicht. Aber ich baue es einfach mal. Also, wenn es schlecht aussieht... hey, mein Gott. Es wurden nicht immer gute Entscheidungen getroffen in der Welt. Manchmal sehen die Sachen halt einfach nicht gut aus. Ja. Sind halt alle ein bisschen zu schmal.
Ich könnte natürlich noch einen zweiten davon hinstellen, aber macht es das besser? Vielleicht ja. So, wo war die Seite? Da. Vielleicht stellen wir die so hin. Und dann seitlich ein Gebäude noch ran. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut klappen kann. Dann haben die hier einen Ausgang. Die haben... Oh ja, okay, da hat er einen Weg gebaut. Da hat er hier einen Ausgang. Muss ich aufpassen, dass das sein Ausgang wird. Weil der hat nur nach da einen Ausgang. Die nach hinten gehen nicht und die von der Seite werde ich überdecken. Genau. Aber ich würde sagen, das bauen wir in der nächsten Folge zu Ende. Bis gleich.